be gone! Riku, Jack, Roxas, Kairi, Donald, Goofy, Sora, Orin! Won't forget this! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paulands Pre-Sequel mit unserem Manuel. Er hat mir jetzt mal so einen kleinen Klitsch gezeigt, wie man in eine Wand reinkommt. Warum auch ja, immer. Ja, das habe ich. Ich bin voll der gute Boy. Wieso? Von wo bist du jetzt hoch? Hier oder was? Naja, ich weiß nicht. Weiß nicht, ich bin jetzt gerade in den Vorraum da unten reingegangen, aber. Also rauskommt man auf die Seite hier nicht mehr. Ich bin dann irgendwie gesprungen und dann hatte ich irgendwie so einen dicken Boost. Irgendwo. Man hier doch sicher so eine kleine. Scheiße! Naja, egal. Auf jeden Fall war ich da gestern drin, als wir zum Zug gelaufen sind. Wo geht's denn hier zum Zug? Da, so eben. Ja, wir mussten ja den Zug rufen und dann ist die Dinge jetzt abgeschmiert, ne? Mein Internet. Ne, mein Internet ist abgekackt. Ja, dein Internet ist abgekackt. Warum auch immer. Verbinde mich. Achtung, Zug fährt ein! Auch so. Sehen wir uns die Fabrik an und bringen den Laden wieder zum Laufen. Wir brauchen einen Haufen Roboter, wenn wir die Helios zurückerobern und alles retten wollen und so. Kapische? Und es lägt direkt wieder. Oh Gott, das ist ein brutaler Rabütsch. Lecker. Sollte nicht irgendwie den Zug einfahren oder so? Eigentlich schon. Ja, wir sollen auf den Zug warten. Ich habe einen Skill gekriegt. Luft. Ah, da kommt er ja. Luftüberlegenheit. Ey, Alter. Meine CPU-Auslastung ist auf fucking 30% und es laggt. Also kannst du ja nicht an meinem Computer liegen eigentlich. Vielleicht ist es das Aufnahmeprogramm. Keine Ahnung, es sagt auf jeden Fall. Hey, wo erwarten die denn jetzt bitte von einem, wo man einsteigt? So, oh, gut. Ja gut, nee. Ja gut, hab ich gesagt, dass wir jetzt nach Titan Industry gehen. Ja gut, das habe ich, aber. Hier erschaffen wir also die supercoole Roboter. Ehrlich gesagt, ich bin etwas enttäuscht. Sei doch nicht so negativ. Offenbar wurde der Laden hier zu einer Geisterstadt, seit Dahl sich nach dem großen Bersten aus dem Staub gemacht hat. Wir müssen zur Abteilung für Powersuits und alles wieder hochfahren. Torx. Hier könnte alles von Torx verseucht sein. Ich hoffe, die haben keine wichtigen Systeme hier drin zerstört. Trotzdem, du schlägst dich wacker. Das ist schon mal was. Deine kleine Claptrap-Gatling-Gun, ey. Wie sie auch nicht reinhaut, ne? Jede Wette, dass sich da was machen lässt. Hast du das schon? Da kommt noch mehr. Perfekt. Gib mir einen Moment, um mich zu integrieren. Solche Tumore, die Teile. Das ist easy. Tada! Noch mehr Kraubzeug. Danke! So von künstlicher Intelligenz zu künstlicher Intelligenz. Da drin sind noch mehr. Ich verwirre gerade meine Granaten. Diese dreckigen kleinen Kabelkauer sind überall. Ich hasse sie. Außerdem scheinen sich Scavs hier eingenistet zu haben. Ja, schaut so aus. Und such mir einen Konsolensteckplatz, damit ich sehen kann, was vor uns liegt. Und kill unterwegs ein paar von diesen Viechern. Jetzt wird es magisch. Nein, nicht wirklich. Ich habe vergessen, wie viel Spaß es machen kann, neue Systeme zu erkunden. Also, hinter diesem Gebäude liegt der Stingray-Fabrikkomplex und dahinter die Wortfabrik. Alter, 194 Mondsteine mittlerweile, ne? Was? Ich hab gestern doch nur irgendwie 100, aber 120 oder so. Nein, ich hatte gestern schon. Ich habe gestern schon 100 irgendwas gehabt. Vielleicht geht sie auf, wenn du kräftig ziehst. Ich habe. Und okay, doch, ich habe auch 121. Okay.
Ich hatte ja ein bisschen mehr als du. Jetzt hab ich aus, was ich den Waffenmod, den Granatenmod gewechselt. Geht weiter? Könnte sein, dass du das Ding killen musst. Einfach so Granatenteil hinschmeißen und weggehen. What the fuck? Redio schießt wieder. Der ganze Laden hat so gut wie keinen Saft. Und die alten Geschütze funktionieren noch. Ach, die Granaten sind lustig. Irgendwie schon. Eine Waffe. Wieder mal. Aktiviere das. Oh, keine Panik, Philipp Samar. Ich habe das gemacht, ja. Viecher vermehren die sich reichlich. Na komm. Frankfurt. Sirenentruck, Trap. Sagt ja sogar, wenn er den schmeißt. Das ist der Eingang zur Stingray-Fabrik. Kannst du mir Zugriff zur Tor-Konsole verschaffen? Das war eine rein rhetorische Frage. Ich meinte, verschaff mir den Zugriff. Wie der Kleine gerade wirklich gesagt hat, klopf, klopf, und ich dann, wer ist da? Really? Auch so. Sorry, ich mache uns die Tür auf. Kümmere du dich um die Geschütze. Was? Ich mach dir keinen Schaden! LOL! Ich mach den 1-2 Schaden, aber überhaupt. Auch so. Man sollte sie nicht töten. Oh, da ist ein Talk, was ist das? Ja, nee. Kinder, wie geht's da unten? Amüsiert ihr euch gut? Läuft alles nach Plan mit der Roboterarmee? Hm? Alles bestens, Mr. Jack. Es wird viel geschossen, aber ich bin zuversichtlich, dass die Roboterarmee so gut wie fertig ist. Okay, dann also bis bald. Ich glaube aber, dass es irgendwie leckt. Keine Ahnung warum. Das sagt mich schon wieder übel. Weiter! Feldboost. Letzte Meldung. Diese Tür geht mir total auf meinen digitalen Keks. In der Nähe ist ein Sprungpad, das ich aktivieren kann. Benutzen wir eben das. Wahrscheinlich wurde es von Scavs dort aufgestellt, die heimlich nach Concordia rein und wieder raus wollen. Wo denn? Da oben oder? Wie er schon da oben ist. Geronimo! Dein Ernst? Was denn? Wilhelm hat gerade Geronimo gesagt. Weiß. Ist da nichts dabei? Um Trox fernzuhalten. Folge dem Kabel. Mal sehen, ob wir es deaktivieren können. Hä? Ach da. Grenade! Ja, weiterlaufen. Die Kabel müssen an einem Hauptsicherungskasten angeschlossen sein. Folge ihnen. Sie zeigen uns, wo es rausgeht. Da ist eine Waffenkiste. Und Schub, Scharfschnuter. Oh, schön Clappy. Geht's noch weiter? Da ist der Hauptsicherungskasten. Wird er deaktiviert, kommen wir an dem letzten elektrischen Feld vorbei. Allerdings werden dadurch wohl auch alle anderen Felder abgeschaltet. Also, Vorsicht vor Trox. Ich geh zurück. Trox, wo kommen die denn her? Ah, die sind überall. Und hier sind alles nur... Alter, ich hab 12 FPS! Warum? Weiß ich nicht! Das ist aber nicht der Vorteil, Philipp. Es hängt einfach nur übelst! Das pisst mich übel an!
Das ist so suckhaft, ne, irgendwie. Ich hab keine Ahnung, an was das liegen sollte. Meine CPU-Auslastung ist bei 60%. Du musst nicht traurig sein. Doch, muss ich. Gekilltes Gav macht das Universum zu einem saubereren Ort. What the fuck, kommt da? Er hat einen Elektro-Scheiß-Laser. Alter, so kann ich nicht spielen, Alter. Sonst hattest du doch auch nicht so eine harte Lex, oder? Ja, eigentlich nicht. Ich hab keine Ahnung, was da los ist, Alter. Bah, kotzt mich das an, Alter. Ich meine, Bottle, ja, ich bin beleb mich mal wieder. Dabei. Ich meine, es ist alles auf 7, auf allen 8 Kernen angestellt aus. Ich. Keine Ahnung warum, Alter, das zackt so Boards. Ich meine, 18 FPS zocken, das geht einfach gar nicht. Ich will mal kurz die Antenne Leising ausmachen. Ich habe jetzt schon was runtergeschraubt und es bringt trotzdem nichts. Ja, nichts. Ja, dann liegt es irgendwie. Keine Ahnung, dann kann es auf jeden Fall 100%ig am Borderland liegen. So ein Durchfall, Alter. Vielleicht ist ja was mit deinem Computerchen kaputt. Ja, aber was? Wenn dann? Das ist die Frage. Das Ding nervt wahnsinnig. Wir haben es kapiert. Du hast unseren Riesenlaser erobert. Vielleicht ist ja ein RAM doch kaputt oder so. Nee, es läuft da das mit Ding 16. Ich mach den aber nachher mal sauber. Ich mach den jetzt gleich. Mach der Folge aus und. So, ist eine Waffenkiste. Mach einfach auf. Süßer Lebenssaft. Hallo? Hilfe? Ich werde im Hauptkontrollraum festgehalten. Er liegt genau vor dir. Meinst du, du könntest mich nur ja retten? Der da die oben. Verdammten Scavs fressen mich, wenn sie merken, dass ich nicht das bin, was ich vorgebe. Badass direkt wieder. Wenn es selbst bei dir flüssig ist. Was bitte selbst bei mir? Naja, bei dir. Normalen billigen Standard-Gamer-Computer. Hä? Ganz normalen billigen Standard-Gamer-Computer. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ich saß hier ewig fest. Älter, aber. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich war hier so am Rumforschen an einem meiner Lieblingsprojekte, als die Scavs ankamen. Sie wollten mich zerstückeln. Da sagte ich, ich sei Arzt. Ich bin zwar Doktor, aber kein Mediziner. Ich arbeite für die Forschungsabteilung von Hyperion. Können Sie diese Behauptung bestätigen, Mr. Jack? Ich kenne ihn nicht. Jo, wie heißen Sie? Oh, sorry, mein Freund. Gladstone Kator, Abteilung D. Was führt dich hierher? Abteilung D? Da verstecken Sie doch die Intelligenzbestien, die an so supergeheimem
einem Scheiß arbeiten, oder? Ich forsche an experimenteller Technologie. Die Abteilung lässt mich die Sachen hier benutzen. Was machst du hier? Nun, Gladstone Katoa, ich muss zurück auf die Helios und den fetten Laser dort von ein paar schräg aussehenden Dahl-Militärs zurückerobern. Tun wir das nicht, macht der Mond bumm und halb Pandora mit dazu. Ah, Sie wissen schon, das Übliche. Oh Mann, ich hab mich schon gefragt, was da los ist. Aber was willst du denn hier? Solltest du nicht eher bei der Raumstation sein? Jack will eine Roboterarmee mit meiner KI bauen und damit die Helios zurückerobern. Ich bin übrigens Felicity. Ach so. Du willst meinen Prototypen? Tja, der ist noch nicht fertig. Nein, wir wollen hier Roboter bauen. Was meinst du mit Prototyp? Ach so, ich war mit einem inoffiziellen Projekt befasst. Dem Bau eines Masterbots, der einen unendlichen Nachschub an anderen Bots digistructen kann. Ist fast fertig. Aber wegen der Scavs konnte ich einige wichtige Teile nicht einbauen. Ich würde nicht wollen, dass ihnen ein so mächtiges Gerät in die Hände fällt. Das Kerlchen da. Erzählen Sie weiter. Das ist so ein Deconstructor aus Dings aus der 2. Zusammenbauen, dann noch eine Militär-KI installiert und wusch, schon spuckt das Ding kampfbereite Leute aus. Ich bin dir weit voraus, Mann. Was glaubst du, wozu Felicity hier ist? Was? Du willst mich in einen Constructor-Bot stecken? Ich hatte mir was anderes erhofft. Oh, ein Constructor. Hübsch. Tja, Technik-Freak, dieser Prototyp kann also Gefechtsloader-Digistructen, weil, ehrlich, diese Power-Suits finde ich ziemlich lahm. Ja, absolut. Aber zuerst musst du den Prototyp fertig zusammenbauen. Dazu musst du dir Zugang zur Hauptbot-Fabrik verschaffen, durch das Transportgate. Ich überwache die Systeme von hier aus. Ich meine, hier drin habe ich gerade eine FPS von 65. Kann ich da nicht mitreden? Hier bei den Typen. Ja, vielleicht muss man die Sichtweite irgendwie verringern oder so. Du hast die auch auf Ultra, oder nicht? Das ist so hoch geht, da nochmal nachgucken. Schusslöchern, klar? Warum sollte ich dich übers Ohren kuppeln? Du willst den Mond retten und scheinst ein aufrechter Kerl zu sein. Und du hilfst mir, mein Lebenswerk zu vollenden. Warte, was ist denn für Sichtfeld? Was zeigt denn Sichtfeld an? Sichtfeld des Dings ist das, was dein Monitor preisgibt. Zum Beispiel, wenn du ein Dings, wenn du... Wie hast du das? Hast du das auf 90 gelassen? Ja, ich habe ja kein Dings, ich habe ja keine... Ich habe nicht zwei gleiche Monitore. Nicht eine normale Dings. Ich hab nur eins auf niedrig und das sind diese Physik. Die Physik habe ich vorhin oben gestellt. Kann sein, dass ich die vielleicht mal neu starten muss oder sowas. Okay, wir machen jetzt erstmal kurz Pause. Und dann geht es in der nächsten Folge hoffentlich ohne Lags weiter. Danke fürs Zugucken und ich entschuldige mich für die Lags.